Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Lost in Damned. Die Kacke ist am Dampfen. Ray will uns tot sehen. Billy will gegen uns aussagen. Jim ist tot. Oh Mann. Wir rufen jetzt den Kongressabgeordneten an. Vielleicht hilft er uns. Johnny, I was just thinking about you. I just hope you weren't getting massaged. Listen, Stone. Things have turned to shit. Yes, they have, and they might be about to get a whole lot shittier. We need to talk. How about I come to your clubhouse? Ooh, right, warum nicht? I'll see you there, but don't expect no rubdowns. Jetzt kommt er sogar hierher. Ach, ich stehe schon drin. Perfekt. Get lost. Nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress code, but I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? I think so. You've certainly seen me naked. Das stimmt. Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Oh, dieses Dreckschwein, ich hab's gewusst, dass der uns verpfeift. Your buddy in the chair thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs, but he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. Okay. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with it. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Subs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. Okay. Finde ich anständig von Ihnen. Netter Kerl, netter Kerl. Begib dich zum Gefängnis. Alles klar, Leute. Ich denke, damit beenden wir die Sache. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir tun müssen. Die letzte Mission. Billy Gray ausschalten. Danach haben wir es, glaube ich, gepackt. Was mir natürlich nicht so gefällt, ist die Tatsache, dass zwischen ihm und mir dicke Mauern und viele bewaffnete Polizisten sind. Das ist ein wenig... Ich will nicht sagen, dass mich das nervös macht, aber die Aussicht durchlöchert aufzuwachen, das ist nicht so meins. Also wem es gefällt, kein Problem, aber ich stehe nicht so darauf. Harte Tour, nee. So. Da wären wir. Das also ist der Knast, ja? Sieht gar nicht so schwer bewacht aus. Die Sträflinge scheinen alle im Hof zu sein. Da ist er. Der Linke, ich sehe ihn. Wer ruft an? Terry. Man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Crest. Yeah, Waffen sind gut. One last job, guys. Good to see you, Terry. Ein einziger Job, da hast recht. Rede mit Terry, um umsonst Waffen zu erhalten. Das ist doch nett. Dürfen wir uns die auch aussuchen oder kriegen wir eine bestimmte Auswahl? Tada! Und die sind alle umsonst, ja? Dann nehme ich mir doch ein bisschen was hiervon mit. Eine schöne AK. Und alles umsonst. So gefällt mir das. Schön aufrüsten. Wir behalten die. Oder sollen wir vielleicht doch lieber die nehmen? Die ist feuerkräftiger, die nehmen wir.
Dann nehmen wir noch ein bisschen was dafür. Komm schon, da geht noch was, 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 da geht noch mehr. Oh, schade. Hier nehmen wir uns auch alles mit. Brauchen wir hier irgendwas? Habe ich das jetzt gegen die Granaten getauscht? Habe ich überhaupt Granaten genommen? Ah ja! Rohrbombe. Ah, ich will aber lieber die Rohrbomben. Ist ja eh umsonst, da kann ich das auch schnell nochmal tauschen. Ach so, und hier hatte ich den Raketenwerfer. Ich will aber lieber den Granatwerfer. Also tausche ich hier auch nochmal. Mann, 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 hier ist was los. Das nehmen wir auch mit. So, ich würde sagen, wir sind bestens ausgerüstet. Sprenge die Gefängnistüren. Nichts einfacher als das, Jungs. Schön langsam marschieren wir hier auf. Billy! Ich komme! Und Bams! Mach sie platt! Warten. Yeah. Lauft hier nicht so rum, ihr Hühner. AK raus. Verdammte Cops. Verschwindet. Wir sind nur hier für einen Mann. Ihr müsst alle nicht sterben, wenn ihr uns ziehen lasst. Tja, das haben die bestimmt auch noch nicht erlebt. Normalerweise brechen doch alle immer aus anstatt ein. Okay. Yeah. Okay, soweit, so gut. Tschüss. Lauf da nicht hin, da ist eine Rohrbombe, du Sack. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Ob Billy weiß, was hier los ist? Haha, ich komme für dich. Weiter, 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 weiter. Was haben wir denn noch für schöne Waffen? Ich bleib erstmal bei der AK. Läuft doch wunderbar. Was rennst du mir auch in den Weg, du Arsch? Okay, hab ich. Die Bullen sind weg. Okay, jetzt müssen wir nur noch Billy finden. Und den Helikopter loswerden. Ach du Schande. Wir kriegen noch ein bisschen Gesellschaft. Okay, es wird Zeit zu spammen. Eine Nacht dort, eine Nacht dort. Und dann hauen wir da drüben auch noch eine hin. Und weißt du, schön war Nacht dort. Und Nacht da. Bam. Boah, ich mache euch so fertig, Leute. Ich mache euch so fertig. Immer schön auf den Kopf ziehen. Da steht noch was.
Oh, da kommen immer mehr nach. Bloß gut habe ich die AK mitgenommen. Die ist echt Gold wert. Okay, andere Waffe, es wird Zeit. Okay, holt die Bikes. Aha. Hallo Billy. Tja. Mhm, bring ich. What? You waiting for a speech or something? Come on! Eieiei. Tja, Billy, das war's. Ich geh lieber sicher. Mach's gut, Billy. Mach's gut. Und bam. Okay, Jungs, wir hauen ab. Wisst ihr, wie wir hier rauskommen, Leute? Ich fahr euch einfach hinterher, wie ich soll. Ich hab dir mal geholfen, Sträfling. Boah, wie hier alle ausbrechen. Sehr schön. Führe die Lost zurück zum Clubhaus. Okay. Können wir machen. Auf zurück zum Club, Leute. Miau. Oh ja, das hat er. Er hat bekommen, was er verdient hat. Es war von Anfang an klar, dass das irgendwann darauf hinauslaufen würde, dass wir ihn beseitigen müssen. Der war völlig krank. Die ganzen Drogenscheiße, die der uns eingebrockt hat. Er hat die ganzen Probleme erst verursacht. Jetzt musste er dafür zahlen. Schade, dass Jim das nicht mehr erleben konnte. Und da wären wir auch schon. Willkommen am Club. Oh, der ist ja ziemlich zerhauen. Waren das Leute von Ray, die hier waren, oder was? Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Oh ja. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good as your fucking crook. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. Tja, die Zeiten von The Lost sind wohl vorbei. Das ist alles, was von unserer Gang noch über ist hier. Verdammt gute Zeiten waren's. Scheiß drauf, die Gang war kaputt.
schöne Clubhaus. Aber was sein muss, muss sein. Und das war's, Leute. Wir haben es geschafft. GTA 4 The Lost and Damned. Wir sind fertig. Eine kleine, aber schöne Erweiterung zum Hauptspiel. Eine Standalone-Erweiterung, um genau zu sein. Man braucht das Hauptspiel GTA 4 nicht. Man braucht nur dieses Spiel, um es spielen zu können. Am Anfang war ich etwas, was heißt am Anfang? Als ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte, war ich etwas enttäuscht. Ich dachte, hier kommt jetzt ein GTA mit einer riesigen Story hinterher. Aber das war nur ganz klein. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, mir gefällt das so. Man muss ja nicht immer ein Spiel haben, das ewig lange dauert. Die Nebenmissionen hier, die ziehen das Spiel in die Länge, ohne es langweilig zu machen. Also, wer viele Spielstunden haben möchte, der ist mit den Nebenmissionen hier auch wunderbar beschäftigt. Dafür hat die Story kein Stück gelitten. Sie war klein, knackig, aber hat wunderbar zusammengepasst. Länger hätte es gar nicht sein dürfen, muss ich mal sagen, weil es war schön, mal als Biker zu spielen, aber jetzt, wo ich es getan habe, muss ich auch sagen, jetzt ist auch wieder gut. Also, so ein richtiges GTA mit was weiß ich wie vielen 100 Missionen hätte man hier draus gar nicht erst machen sollen. Also, ich fand es so, wie es war, perfekt. Die neuen Waffen, die waren ja mal genial. Vor allem die abgesägte Schrotflinte, die fand ich wirklich genial. Das ganze Setting hat mir gefallen. Die Stadt, hatte ich das Gefühl, wie man auch hier im Hintergrund sieht, war an sich einfach etwas heller. Bei GTA 4 habe ich immer gedacht, warum ist die Stadt so dunkel? Aber hier hat es mir eigentlich gefallen. Die war relativ farbenfroh. Ja, wie schon gesagt, die Missionen waren toll. Die Story war toll. Ein bisschen traurig am Ende, dass Jim jetzt gestorben ist und dass wir das Clubhaus natürlich vernichten mussten, aber der Club ist am Ende, es musste sein. Was ich ganz schön fand, ist, dass man hier ab und an mal mit der Hauptstory von GTA 4 in Verbindung kam, wie bei der Ballerei im Museum oder mit der Mission mit dem Drogendeal, wo die Polizei dann plötzlich anwesend ist. Das hat mir gefallen. So ein paar kleine Seitenhiebe zur Story hin, dass man halt auch mal auf Nico Bellic gestoßen ist. Die Bikes fand ich genial, die haben mir richtig gefallen, die Motorräder, die waren toll. Die Musik hat mir gefallen, vor allem das Intro-Lied, das fand ich toll. Auch hier im Hintergrund, schöne Musik, ne? Ach ja. Hör, das ist doch aus einer Mission, oder nicht? Egal. Schönes Spiel auf jeden Fall, die Karte hat mir gefallen. Ich finde, man hat auch deutlich gesehen, dass die ein bisschen was an den Texturen und an der Grafik gemacht haben. Gerade bei der Kartenhelligkeit, die Texturen waren ein bisschen nicht ganz so matschig, wie man es von GTA 4 an manchen Stellen gewöhnt war. Tolle neue Bikes, tolle neue Waffen, tolle Charaktere, tolles Setting, tolle Story. Mir hat es gut gefallen und vor allem auch dadurch, dass es nicht so lang war. Es war kurz und das war perfekt. Ein kurzes Spiel für zwischendurch, wunderbar. Ich würde sagen, ich rede jetzt hier gar nicht mehr lange um den Brei drumherum. Ihr könnt mir ja erzählen, wie ihr dieses Spiel fandet, ob es euch gefallen hat oder eher nicht. Und wir sehen uns dann bei anderen Videos und Projekten wieder. Viel Spaß noch mit den Credits. Ich finde, die kann man sich ruhig mal anschauen. Die Leute, die das Spiel gemacht haben, haben es echt verdient, dass man ihren Namen liest. Wir sehen uns. Haut rein!